lecker! Ich spare mir meinen für später auf. Wenn ich Hunger habe, weiß ich, wo ich suchen muss. Wow, eine eingebaute Wasserdüse. Marshall, was hast du da ausgegraben? Ich weiß es nicht, aber es kitzelt. Hey! Danke für die weiche Landung, Rubble. Und danke für den Knochen. Puh, das ist viel Arbeit. Aber diese Möhren pflücken sich nicht von selbst. Oder vielleicht doch? Oh, ich weiß zwar nicht, wo du herkommst, Wasser, aber könntest du nicht auch gleich das Unkraut rausschießen? Je. Oh, wir sind auf dem Dach gelandet. Oh, was für eine wundervolle Aussicht. Und es ist eine schreckliche Katastrophe. Oh, Ryder, Hilfe! Hallo, Frau Bürgermeisterin, was ist los? Ich hänge in der Luft und Henrietta auch. Rätselhafte Wasserstrahlen schießen plötzlich überall in der Stadt aus dem Boden. Einer hat uns aufs Rathausdach gespült. Oh, und wir rutschen ab. Wir sind gleich da und holen sie runter. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Oh, ihr schafft das! Ihr schafft das schon! Ja, so ist es gut. Jetzt müssen Sie und Henrietta sich schön festhalten. Rubble, jetzt hol die Bank mit deinem Kran runter. Geht klar! Kran! Ryder! Wir saßen gerade so da. Oh, da schoss das Wasser plötzlich aus. Oh nein! Wow, super Timing, Everest. Oh, meine Heldin! Und Henriettas natürlich auch. Ich helfe gern. Aber Ryder, ich brauche auch Hilfe. Sag schon, was gibt es? Jake und ich haben Touristen herumgeführt und plötzlich gab es eine Gerölllawine. Und jetzt sitzen alle fest. Wir sind dran. Rubble, Sky, los kommt. Frau Bürgermeisterin, wir müssen Jake helfen. Danach kümmern wir uns um die Wasserstrahlen. Jake, wir holen euch raus. Rubble, schaff den Stein beiseite. Ich werde versuchen, ihn mit der Schaufel wegzuschieben. Danke, wir saßen wirklich in der Klemme. Oh. Hört sich wie der alte Johann an. Aber irgendwas stimmt da nicht. Los, kommt! Oh Mann, der alte Johann kann kein Wasser ausstoßen, weil der große Felsbrocken ihn verstopft. Deswegen schießt das Wasser überall aus der Erde, Freunde. Wenn der alte Johann blockiert ist, muss sich das Wasser einen anderen Weg suchen. Rubble und Everest, bekommt ihr den Stein weg? Versuchen wir es! Ryder, das Ding rührt sich nicht vom Fleck. Der Felsbrocken sitzt richtig fest. Ich habe eine Idee. Wenn wir alle gleichzeitig schieben, während der Geysir das Wasser rausdrückt, hilft uns der Wasserdruck vielleicht. Das ist eine super Idee, Ryder. Also, legen wir los. Dann strengt euch mal an. Schiebt. Schiebt. Alten Johann für uns befreit. Danke, Paw Patrol. Gern geschehen. Und immer dran denken. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Aha. Der perfekte Platz, um den Knochen zu vergraben. Ups. Sind das wieder die Geysire? Nein. Ich glaube, Marshall hat zu heftig gebuddelt und ein Loch in die Wasserleitung gemacht. Und ich bin voll nass geworden. Ups, tut mir leid, Rocky. Ist schon gut, Marshall. Du bist trotzdem ein toller Hund. Ich meine, ihr seid alle tolle Hunde. Ja, und schön nass. Wenn du in die
die Schule musst, komm schnell an Bord. Oh, sieh mal, wir haben einen neuen Schulbus. Chicaletta, ist das nicht aufregend? Oh nein! Dieses Gackern geht mir so zu Herzen. Wir helfen Ihnen, Bürgermeisterin Goodway. Kommt mit, ich zeig euch alles. Da hinten stehen alle ihre tollen Fahrzeuge. Ja! Das hier nennen wir den, Stellplatz für tolle Fahrzeuge. Toll! Wahnsinn! Das hier ist mein Favorit. Die Paw Patrol meldet sich hiermit zum Dienst. Ich sage volle Kraft voraus. Und ich, Rubble, mach das rucki-zucki. Ja! Juhu! Alles in Ordnung, Bürgermeisterin Goodway. Danke, Chase. Hey, wo sind Alex und die anderen? Vorsicht, Chicaletta, da startet man die Fahrzeuge. Oh nein! Oh. Nicht Chicaletta! Auch das noch. Sky, Rubble, Zuma, unsere Schulbusaktion ist nach hinten losgegangen. Die Kinder fahren eure Fahrzeuge. Ihr müsst sie zurückholen. Und Sky, Chicaletta fliegt deinen Hubschrauber. Ein Huhn in meinem Hubschrauber? Diese Pfoten haben Flügel! Flügel! Ich glaube, du brauchst einen Co-Piloten. Und da bin ich. Ryder, Hubschrauber unter Kontrolle. Bitte, halt doch an. Hilfe! Ich glaube, ich sitze auf einer Tomate. Vorsicht! Ich kann es nicht lenken! Oh nein! Tut mir leid, Captain Turbot. Halte durch, Julius! Ja, Zuma! Das war knapp! Juhu! Chase, spann dein Netz zwischen zwei der Bäume. Fangnetz! Tor! Toll gemacht, Fellfreunde. Sobald Zuma und Rubble hier sind, geht's weiter zur Schule. Such, Robohund! Aber... Oh nein! Sky, steig mit deinem Hubschrauber auf und lass mir das Gurtzeug runter. Verstanden, Ryder! Und jetzt folge dem Paw Patroller! Gut so, Sky! Jetzt öffne ich das Dach. Und lass mich reinfallen. Darf ich mal bitte? Puh. Hauptsache, ihr seid pünktlich in der Schule. Nochmal, nochmal. Das war ein Spaß. Juhu. Wir haben es geschafft. Danke, Paw Patrol. Wir sehen uns später. Rettungsweste aufblasen. Fahrt ihr jetzt die stinkende Blume weg? Ich will aber nicht, dass nachher mein neues Boot stinkt.
Wir hängen einfach einen Rettungsring an deine Schlepperwinde. Dann schwimmt die Blume hinter dir her und der Gestank kommt nicht an dein Boot. Eine gute Idee. Ich hab sogar einen Rettungsring. Frau Bürgermeisterin, stellen Sie die Blume rein. Oh. Fertig, Rocky, du kannst losfahren. Oh, Ryder, du weißt immer eine Lösung und du und deine Freunde, ihr könnt immer helfen. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Puh-Anruf reicht. Und jetzt ziehen wir die Blume wieder dahin, wo sie hingehört. Dann bring das stinkende Ding mal an Land. Wird gemacht. Winde aushaken. Eine Überraschung für Bürgermeister Besserwisser. Na kommt, Kätzchen. Jetzt, wo wir die Stinkblume in die Abenteuerbucht gebracht haben, haben wir es uns verdient, ein bisschen zu faulenzen. Der süße Duft des Erfolgs. Was? Oh, oh nein! Aus den Samen werden noch mehr Stinkblumen. Haltet sie auf! Oh? Was? Die Hunde müssen gebadet werden. Das mache ich doch gern. Halt! Wo ist Rocky? Ich bin hier! Rocky! Du bist in der Wanne? Ich habe so gestunken, ich konnte mich selbst nicht mehr riechen. Ihr seid wirklich brav. Ryder, dieser Sprung ist für dich. Du hast mich auf die Idee gebracht. Hilfe! Der Gurt ist dran. Gerettet! Okay, Quad, du musst alleine fahren. Super cool! Wuff! Auffangnetz! Wuff! Gurt öffnen! Hallo! Ich wollte euch nur sagen, dass ich nicht mehr über Autos springen werde. Das ist auch viel zu gefährlich, Danny. Es weiß doch jeder, dass es viel cooler ist, hier rüber zu springen. Über die Klapperschlangenschlucht? Mir kann nichts passieren. Ich habe zwei Fallschirme dabei. Ich finde das trotzdem ganz schön gefährlich, Danny. Ich bin doch aber Danny, der die Gefahr liebt. Nicht übel, aber zu lang. Bleiben wir bei Draufgänger Danny X. Hoffentlich siehst du dir den Sprung an. Du bist der Grund, weshalb ich damit angefangen habe. Da war ich wohl ein schlechtes Vorbild. Ich muss ihn unbedingt von diesem Sprung abhalten. Ich brauche den Air Patroller. Die Paw Patrol muss ganz schnell zu Danny. Oh Mann! Wenn ich gewusst hätte, dass Ryder mit seinem Flieger kommt, hätten wir meinen Wahnsinnssprung mit einer Kamera aus der Luft filmen können. Robohund, halte hier an! Macht euch bereit, Fellfreunde. Wir werden jetzt gebraucht. Es geht los. Draufgänger Danny X und sein Supersprung. Ich glaube, das geht schief. Fängst mit deinem Schwebebord den abgerissenen Fallschirm ein. Rubble ist der Retter! Hey! Juhu! Juhu! Rocky, sobald Rubble den Fallschirm hat, machst du ihn wieder fest, okay? Rocky rockt!
dich. Alles in Ordnung? Ihr habt mich echt gerettet. Naja, wir sind Rettungshunde. Und festhalten! Ja! Ohne die Paw Patrol wüsste ich nicht, was ich gemacht hätte, Ryder. Kein Problem. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Anruf reicht. Die Fellfreunde und ich kommen sofort. Das ist toll. Freunde, ich danke euch nochmal. Hey, wo sind sie hin? Und wo ist mein Bungee-Seil? Damit spielen sie Tauziehen. Megafon! Everest, bitte planiere die Snowboardpiste. Ich leg los. Rubble, du gehst mit Everest und baust die Buckel- und Sprungschanzen. Rubble, bau die Buckel- und die Sprungschanzen. Danke, Chase. Ruff, ruff. Chase, markiere die Strecke mit Verkehrskegeln. Chase, markiere die Strecke mit... Verstanden, Ryder. Jake und ich fahren vor, damit ihr wisst, wo ihr planieren und markieren müsst. Ja! Hinter diesen Bäumen befindet sich eine steile Felswand. Die neue Piste darf nicht zu dicht daran vorbeiführen. Hast du gehört, Chase? Du weißt, was zu tun ist. Schon verstanden. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt kann der total abgefahrene Snowboard-Wettbewerb anfangen. Legt ihr los, Fellfreunde! Ihr könnt alle so gut Snowboard fahren. Wir fahren nur zum Spaß mit Alex. Keine Angst, ich fahre mit dir. Wirklich? Danke, Chase. Los, Fellfreunde! Los, Katastrophen-Kätzchen-Crew! Und wehe, ihr verliert. Auf die Plätze, fertig und los! Juhu! Los, Fellfreunde, ihr macht das toll, ja! Ihr wisst, was zu tun ist, Katastrophenkätzchen-Crew. Verstanden, Sky. Rubble, Everest, Chase. Ryder! Die Katastrophenkätzchen fahren direkt auf die Schlucht zu. Sie brauchen Hilfe. Ich bin unterwegs. Wir fahren sofort hin. Snowboard. Wurfanker. Lass mich runter und auf mein Kommando hochziehen. Geht klar. Noch ein bisschen. Hab sie. Miau. Los, Everest, zieh uns hoch. Düsen wir los. Hurra, großartig. Glück gehabt, Kätzchen, dass Everest und die Paw Patrol wegen des Wettbewerbs in der Nähe waren. Wo seid ihr denn alle abgeblieben? Ich bin schon lange im Ziel.
Hey Kätzchen, wenn ihr wieder mal unsere Hilfe braucht, gebt laut oder miaut einfach. Ja, dann Dankeschön oder sowas. Gehen wir, Kätzchen, und zwar auf die Piste. Ihr müsst üben. Wer hat Lust auf noch eine Abfahrt? Repariert die Stadt, bis alles kaputt ist. Was? Weg hier! Wow, normalerweise fliege ich doch in den Fahrstuhl und nicht andersrum. Das klingt ja gar nicht gut. Wo kommt denn dieser fleißige Fachmann her? Nein, Captain Tollpatsch. Robohund darf ihr Schiff nicht reparieren. Er repariert nämlich alles kaputt. Oh nein! Ich mach das wirklich nur ungern. Aber wir brauchen die Paw Patrol. Ryder, tut mir leid, aber Robohund rast eine rasante Rundfahrt. Er ist mit der Funda von Captain Tollpatsch unterwegs und fährt viel zu schnell. Wir kommen sofort. Auch ohne Fahrstuhl. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Aufblasen. Wir sind gleich da. Nicht ins Wasser, ich werd nass. Schraubendreher. So, das hätten wir. Jetzt sehe ich mal nach Robohund. Robohund? Robohund! Ryder, ich habe das Schiff angehalten, aber Robohund ist über Bord gefallen. Mach dir keine Sorgen, wir retten ihn. Zuma, wir brauchen dein U-Boot. Alles klar. U-Boot. Genau unter euch muss er sein. Danke, Rocky. Kann losgehen, Zuma. Tauchen! Ich sehe eine Riesenseeschnecke. Oh nein, die Schnecke hat Robohund verschluckt. Schnell, Zuma, wir geben ihr etwas, das sie wirklich mag. Na komm und hol es dir. Jetzt ist sie abgelenkt. Holen wir Robohund. Ich hab ihn. Das war wirklich knapp. Danke, dass ihr mein Schiff gerettet habt. Sie wissen doch, Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Aber wenn man Robohund um Hilfe bittet, muss man vorsichtig sein. Jetzt nicht mehr. Er musste bloß repariert werden. Oh, apropos reparieren. Wir müssen reparieren, was Robohund zerrepariert hat. Mach das bloß nicht. Alle lieben unsere neuen Frisuren.
Und das verdanken wir Robohund. Das hast du echt gut gemacht. Ich hab mitgeholfen. Oh, Ryder, danke, dass ihr gekommen seid. Wenn wir die Bühne nicht wieder in Ordnung bringen, fällt das Lookstars-Konzert aus. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Das Konzert wird stattfinden. Chase, sichere den Arbeitsbereich. Ein klarer Fall für Chase. Rocky, schnapp dir die Sitzbretter und bau den Zuschauerbereich wieder auf. Wird gemacht, Ryder. Rubble, befestige die runtergefallenen Scheinwerfer wieder an der Bühne. Bin schon dabei, Ryder. Ruff, Kran. Und jetzt wieder hoch mit dem Banner. Leg los, Rubble. Ruff, ruff. Ja, die Paw Patrol rockt! Oh, wow! Ich schätze, über die Brücke fährt heute keiner mehr. Oh, du meine Güte, er ist es! Hallo, Fan, hier ist dein Nummer 1, Luke. Ich meine, hi, Luke, hier ist deine Nummer 1 Bürgermeisterin. Hallo, Frau Bürgermeisterin, ich habe ein kleines Problemo. Oh, nein! Was für ein Problemo? Ich meine, welches Problem? Wie ich hier rüberkommen soll. Der Sturm hat die Brücke zerstört. Herrje! Die Brücke ist ein Totalschaden. Ryder, du und die Paw Patrol müssen etwas tun. Warte dort, Luke. Die Paw Patrol ist auf dem Weg. Ryder, du musst das Konzert unbedingt retten. Ich kümmere mich darum, Rubble. Sky, Zuma, wir treffen uns an der alten Brücke. Der Sturm hat sie zerstört. Jetzt müssen wir Luke und seine Ausrüstung über den Fluss bringen. Verstanden, Ryder! Diese Pfoten haben Flügel! Volle Kraft voraus! Und Marshall? Hä? Komm doch bitte zur Bühne und hilf beim Aufräumen. Ich kann's kaum erwarten. Ryder! Hallo, Luke. Wir bringen dich in 0, nichts rüber. Luke Stars. Höchstpersönlich. Und wir dürfen ihn retten. Sky, bereite das Rettungskabel vor. Habe verstanden. Und Zuma, wir transportieren Lukes Ausrüstung mit deinem Schlauchboot. Auf die Plätze, fertig, Zuma. Schraubendreher. Gut gemacht, Rocky. Wir schaffen es genau rechtzeitig. Ryder, die Bühne ist fast fertig. Was macht unser Star? Wir bringen gerade alles über den Fluss. Es sollte nicht mehr lange dauern. Großartig. Dann bis gleich. Oh. Fertig, Sky. Dann geht es los. Zuma, halte das Schlauchboot bereit. Da kommt Lukes Ausrüstung. Verstanden, Ryder. Klar, Luke, jetzt bist du dran. Kann's kaum erwarten. Danke, Sky. Jetzt müssen wir Luke nur noch zu seinem Konzert bringen. Oh je, alle warten auf das Konzert. Ryder, wann kommt ihr denn? Wir sind gleich da, keine Sorge. Wenn Chicaletta doch nur ihren Hühnertanz geübt hätte. Sie hätte alle unterhalten können. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist, bis Ryder und Luke hier sind. Hallo, liebe Freunde. Luke Stars wird gleich hier sein. Aber bis dahin einen riesigen Applaus für Rubble und die Paw Patrol Band. Ein Hund wie ich mag einen Hund wie dich. Was immer du willst, das ist auch das Ding für mich. Ein Hund wie ich, ein Hund wie ich. Ja, ich platz vor Stolz, wir sind ein gutes Team. Ein Hund wie ich, der glücklichste Fellfreund, den's gibt.
Danke, dass ihr gekommen seid. Kein Problem. Rocky, kannst du das Stinktier bitte ein paar Minuten ablenken? Und ob ich das kann? Erdnussautomat! Wie wollt ihr mich hier rausholen, Ryder? Oh, ich bin ziemlich eingeklemmt. Wir haken sie an Chase Seilwinde fest, dann wird er ziehen und wir kriegen ihren, Rumpf? Ja, ihren Rumpf frei. Bereit? Ein klarer Fall für Chase. Seilwinde! Los geht's, Chase! Verstanden! Oh nein! Das Stinktier kommt zurück! Oh oh! Chase! Ich komme! Netz! Entschuldige, kleine Stinktier. Alles in Ordnung, Opa? Ich bin frei! Juhu! Mein Rumpf steckt nicht mehr im Stumpf. Danke, Ryder. Danke, Fellfreunde. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hallo, Ryder. Wie läuft die Rettungsaktion? Alles erledigt. Oh, oh. Einen Moment, bitte. Hallo, Captain Turbot. Ryder, Wally muss festsitzen. Für ein Glas Tintenfischgelee kommt er sonst sofort. Aber diesmal ist er nicht in Sicht. Wir sind schon unterwegs, Captain. Lass mich raten. Noch ein Notfall? Leider ja. Viel Glück, Ryder. Sky, bitte komm mit deinem Hubschrauber zu Captain Turbots Insel. Wally sitzt irgendwo fest. Diese Pfoten haben Flügel. Zuma, bitte komm mit deinem Luftkissenboot, damit wir Wally in Sicherheit bringen können. Volle Kraft voraus. Ryder, ich sehe Wally. Keine Angst, Wally. Wir werden dich befreien. So, das hätten wir, mein Großer. Oh. Zuma, kannst du deinen Rettungsring zu Wally werfen? Rettungsring! Toll gefangen. Und jetzt halt ihn gut fest. Schön langsam, Zuma. Noch ein bisschen. Oh, immer langsam, mein Großer. Gut gemacht, Zuma. Mein lieber Wally, das ist für dich. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Jetzt kommen wir zum Rathaus. Es sei denn, es taucht noch ein Notfall auf. Oh, jetzt haben wir einen Notfall am Rathaus, Ryder. Es ist Chicaletta. Sie baumelt ganz weit oben und könnte runterfallen. Schon auf dem Weg. Marshall, fahr deinen Wagen vor den Rathausturm. Ich kann's kaum erwarten. Und Chase, halte dein Netz bereit, falls Chicaletta runterfällt. Ein klarer Fall für Chase. Die Paw Patrol ist da, um dich zu retten. Leiter! Keine Angst, Chicaletta. Ich bin gleich bei dir. Oh-oh. Oh je! Chase, dein Netz! Netz! Chicaletta, zum Glück geht es dir gut. Oh, Ryder, danke schön. Kein Problem. Wer immer uns braucht, gibt einfach nur laut. Aber, wieso sollten wir ursprünglich alle herkommen? Oh, deswegen. Ich erkläre den heutigen Tag offiziell zum Paw Patrol Ehrentag. Überraschung! Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! Aber wieso? Weil ihr Opa gerettet habt. Und Wally. Und nicht zu vergessen Chicaletta. Das sind drei Rettungen an nur einem Tag. Hört ihr? Alle finden, dass ihr sehr brave Fellfreunde seid. Ja. Danke, dass ihr gekommen seid, Ryder. Das ist doch klar, Alex. Für Brandschutz hat die Paw Patrol immer Zeit. Toll.
Was wollen wir tun? Die wichtigste Regel zuerst. Man darf nur Feuer machen, wenn ein Erwachsener dabei ist. Sehr richtig. Gut, und jetzt suchen wir einen Platz für unser Feuer. Aber es darf nichts Brennbares in der Nähe sein. Wie zum Beispiel herabhängende Äste. Wie wäre es hier drüben? Hier ist alles frei. Sieht perfekt aus, Alex. Und jetzt wird es lustig. Wir müssen ein Loch graben. Für den Brandschutz graben wir ein Loch und legen Steine darum. Dann kann der Wind auch keine Funken in den Wald wehen. Buddeln ist mein Ding. Ruff, Schaufel. Buddeln macht Spaß. Ja, Spaß. Entschuldigung, Mr. Porter. Und was jetzt, Marshall? Wir machen eine Feuerschneise. Aber wieso machst du eine Feuerschneise, wenn das Feuer noch nicht mal brennt? So ist das nicht gemeint, Alex. Eine Feuerschneise gehört zum Brandschutz dazu und ist sehr wichtig. Es darf nichts Brennbares in der Nähe des geplanten Feuers liegen. Ruff, Schaufel. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt kommt der beste Teil. Du meinst das Mittagessen? Nicht ganz. Man sollte immer Wasser griffbereit haben, um löschen zu können. Wasserkanone. Und wenn man kein Wasser hat, kann man auch Sand benutzen. Sand? Können wir jetzt Feuer machen? Marshall? Gesicherte Feuerstelle in Ordnung. Feuergrube gegraben in Ordnung. Feuerschneise geräumt in Ordnung. Sand besorgt in Ordnung. Wasser steht bereit. Es kann losgehen. Yeah! Ryder, hast du das Holz? Alles bereit. Schöne trockene Äste, die ich hier im Zeltlager gesammelt habe. Also gut, Mr. Porter, Sie können das Feuer jetzt anzünden. Okidoki, Marshall. So macht man ein sicheres Feuer. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, wie man das Feuer wieder löscht. Ich bin bereit. Sollte ein Feuer außer Kontrolle geraten, muss man sofort die 112 anrufen. Und sogar das kleinste Lagerfeuer muss immer ganz sicher gelöscht sein. Cool. Man kann Sand benutzen, um ein Feuer zu löschen. Stimmt. Sand und Wasser ersticken kleinere Feuer sofort. Jetzt noch ein Eimer Wasser darüber. Stochere in der Asche herum und sieh nach, ob noch Glut oder Rauch zu sehen ist. Wenn nicht, ist das Feuer ganz sicher gelöscht. Ist es jetzt gelöscht? Ganz sicher aus. Alex, hiermit verleihe ich dir dein Pfadfinder-Brandschutzabzeichen. Toll! Hurra! Das ist mein Alex. Gut gemacht. Aber gab es nicht auch ein Festmahlabzeichen? Oh ja, mein nächstes Abzeichen. Könnt ihr bleiben und mit uns essen, Ryder? Sehr gern, Alex. Chili ist fertig. Wer will? Weißt du, was toll zu Chili passt? Leberwürstchen! Da habt ihr aber Glück, Fellfreunde. Ein Rehkitz! Es hat die Glut verstreut. Gut, dass Rubble die Feuerschneise gemacht hat. So kann nichts Feuer fangen. Alex, benutzt dein Brandschutzwissen. Schnell. Stimmt. Wasser. Sand. Der Sand und das Wasser werden die Glut sofort ersticken. Ich glaube, es ist alles gelöscht. Ich rieche etwas. Wie Rauch. Ich gehe schon. Rubble, mach das Rucki-Zucki. Ruff, Schaufel. Sieht aus und riecht, als wär's aus. Ich durchstochere die Asche, um sicher zu gehen. Gut gemacht, Alex. Toll, dass ich gerade so viel über Brandschutz gelernt habe. Danke, Paw Patrol. Wenn du mal wieder Hilfe beim Brandschutz brauchst, gib einfach nur laut. Ganz genau. Was seid ihr doch für brave Pfadfinder-Fellfreunde.